Finals. Flora sehr early upsetted von Pierre Berry und hat hier von Losers Round 1, glaube ich. Oh, wir sehen Palu und kein Bay hier Dr. Mario. Ja, also Bracket Run von Losers Round 1 bis hier vierter Platz mindestens. Okay, also Palo funktioniert im Moment. Emerald passend zu der Haarfarbe. Beste Musik. Die Musik hat man ja irgendwie dazu bekommen, wenn man irgendwie, ich glaube, so ein Migana-Skin oder so sich geholt hat. Und ich weiß noch, dass ich, also ich spiele keinen Migana oder irgendeinen Mii-Charakter, aber allein deswegen, wegen dieser Musik, musste ich mir das holen. Die Musik und Megalovania. Ganz wichtig. Und wir sehen Bayo jetzt. Bayo sag ich schon. Palu auf jeden Fall in Führung. Und echt stark auch gespielt von Niceface. Sehr clean. Also die Inputs stimmen auf jeden Fall. Das Timing ist auch sehr gut. Oh, aber da hat er sich baiten lassen. Aber trotzdem, das Momentum bleibt auf der Seite von Niceface. Ist das Matchup so schlecht? Es wirkt echt schwierig auch gerade für Flora irgendwas zu machen. Der Gordo wirkt auch super useless irgendwie gegen diesen Charakter. Oh, ist das schon der zweite Stock jetzt? Oh mein Gott. Das meine ich mit dem Timing. Was ist dieses Timing? Das war ja gerade so effortless. Ah! Okay. So, was passiert jetzt? Oh, Dash Attack. Okay. Ich hätte ja auf die Abbie gehofft. Ich weiß nicht, ob sie Palo unter der Stage stand, aber oh. Oh. Okay. So, ich bin mal gespannt. Kann man schon noch zurückholen auch. Ist halt auch immer so schwer. Also on paper ist das hier, glaube ich, super schwer noch zu gewinnen. Einfach wegen dem Matchup. Das Matchup wirkt echt richtig Horror. Aber es ist natürlich auch alles einfach richtig gespielt von Niceface. Dass er jetzt nicht irgendwie Standard-Stuff, sondern echt gute Options auch, die gewählt werden. So, ich mach, glaube ich, auch mal den Twitch-Chat auf. Kann ich mal schauen. Oh, kurz nicht hingesehen. 1-0 Niceface. So. Da würde es mich nicht wundern, auch einen Character-Switch von Flora zu sehen. Aber ich bin gespannt. Okay, wir bleiben weiter bei King Dedede. Die. Ja, ich habe den Chat jetzt auf. Gut, also ich bin mal gespannt, ob Flora hier jetzt etwas ändern kann. Es ist sehr schwer, mit einem Big Buddy Character generell gegen Palu zu spielen, aber ist natürlich nichts unmöglich. Ist nur die Frage, wie
Vor allem gegen eine Palo, die so clean ist jetzt hier gerade. Oh. Ah. Nee. Okay, Incin noch schlechter als Doc. Ja, kann schon sein. Kann schon sein. Aber Incin hat auch noch die Comeback-Mechanik. Aber gleiche Probleme wie Doc im Endeffekt. Das stimmt. Aber ich finde, Incin kann auf jeden Fall auch... Es gibt halt ein paar Leute, die echt gut mit ihm spielen. Doc sieht man so gut wie gar nicht. So die ganzen Leute, die ihn gespielt haben, spielen ihn nur in ganz seltenen Fällen. Gegen Pikachu kann man den tatsächlich spielen. Ansonsten... Ja, Orion spielt den halt in extremen Situationen. Jetzt gerade ist es ziemlich knapp. Gerade even. Und, oh, Nice Face überlebt. Max Rage DDD. Killt irgendwann der Upthrow von DDD? Ja, das stimmt. Also, der normale Mario ist wirklich in fast allem besser als Dr. Mario. Einfach, weil das Combo-Game so sick ist. Orion hat ihn auf jeden Fall auch letztes Mal gepickt, statt Dr. Mario. Und ich glaube, es ist wahrscheinlich besser investierte Zeit. Weil Mario auch wirklich richtig gut ist in diesem Spiel, einfach. Gut, also, diesmal also die Lead für Flora. 194% hier gerade. Okay, und wir sind wieder even. Ja, aber in diesem Game eine Tierlist zu machen, ist sowieso irre schwierig. Also wirklich schwer. Im Moment ist, glaube ich, Steve auch ziemlich gut, ziemlich top. Ich habe das jetzt nicht so verfolgt, aber ich habe schon öfter seinen Namen gelesen. Sagen wir so. Okay, also das hat sich schnell gewandelt. Allerdings, DDD ist auch kein DDD, wenn er nicht 150% hat. Der muss schon so richtig... Richtig voller Rage sein. Ja, also klar. Tierlist ist immer opinion-based. Man kann natürlich auch einfach so eine Statistik-Tierlist machen. Aber in der Statistik ist natürlich nicht mit einberechnet, wer diese Charaktere spielt. Und warum. Also ich glaube, ohne MKLeo wäre Byleth auch deutlich lower in der Tierlist. So, mit ihm kann man nicht wirklich sagen, dass es ein Low-Tier ist oder sowas. Also da sind sehr viele Faktoren mit drin und grundsätzlich, wenn jemand halt eine Tierlist macht, dann meistens aus Meinung heraus und einfach aus Erfahrung. Und wie gesagt, da kommt es halt drauf an, gegen wen sie einfach gespielt haben. Okay. Wir sehen hier, das Glück hat sich Flora abgewandt und es steht... Hier gerade 2:1 Stock, even Prozente. Aber da muss noch einiges gemacht werden hier gerade. Und vor allem dieser eine Stock muss weg hier gerade. Aber wie? Sehr dominante Palutena. Gerade an der Edge einfach so schwer. Der Downtail, wir haben es gesehen. Und Nice Face macht hier gerade... Ich wollte gerade sagen, macht hier gerade alles richtig. Und da kommt die Dash Attack. Aber ist auch nur ein Ausgleich von Stocks. 130% und die Back Air killt. Mhm. Ja. Schwierig. Schwierig, schwierig. Okay, das ist 2-0 für Nice Face. Ich habe gehört, Flora hat heute auch Game & Watch gespielt. Ich glaube halt, dass das Matchup nicht wirklich viel besser ist. Für Game & Watch. Aber... Ja, man müsste halt mal überlegen, wo... sind die Win-Conditions. Wie kann man da zurückkommen? Wie kann man ein Game holen erstmal? Okay, wir gehen auf PS2. Kurumi hier gerade in der Redaktion hat uns sehr geholfen heute. Also, DNL ist ja leider nicht mehr dabei. Hat zu wenig Zeit im Moment. Oh, Kirby, cool. Und daher bin ich so ein bisschen auf die Hilfe der Community angewiesen. Aber es ist ja sehr kollegial hier im Norden. Deswegen habe ich mir da auch keine Sorgen gemacht. Und demnach war es auch so. Also es ist jetzt 16 Uhr. Wir liegen richtig gut in der Zeit. Wir sind jetzt gerade im Losers Semifinals, wie ihr seht. Und ja, also es sind nur noch 1, 2, 3, 4 oder 5 Sets. Oh,
Oh, und fast mit dem Full-Up-Smash gehittet. Das ist ganz interessant, dieser Pick hier gerade. Also grundsätzlich Floaties zu picken ist immer so ein bisschen mutig gegen Palu. Aber alleine, dass Kirby nicht so eine riesige Hitbox hat. Oh, 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 schön. Und das war gut gespielt hier gerade von Flora. Jetzt ist die Frage, kann sie den Stock halten? Oh, schön, wieder reingebaitet. Guter Damage. Und Kirby, also auch ein Charakter, den man eher so in Low-Tier einordnet, würde ich sagen. Aber auch, also auch einfach ein Charakter, der underrepresented ist. Und der auf jeden Fall auch gebufft wurde. Es ist nur sehr merkwürdig, wie... Oh, sehr schön mit dem Crouch. Oh ja, diesmal die Fair trifft. Stocks ausgeglichen. Ja, ein Charakter, der auf jeden Fall gebufft wurde. Nur an den falschen Stellen. Es ist so merkwürdig. Die Smashes wurden irgendwie alle gebufft und die Killattacken von Kirby. Da, jetzt sind die so ein bisschen. Bisschen weird stark. Also ein bisschen sehr, sehr stark. Dreamhack Hannover. Geht die Frage an. An wen geht die Frage? An Kurumi? Also ich bin wahrscheinlich nicht bei Dreamhack dabei. Ich hätte schon Lust. Ich hätte auch die Möglichkeit da umsonst hinzukommen. Aber ich habe keine Zeit. Keine Zeit. Ah, an mich. Okay. Ja, also ich bin wahrscheinlich nicht bei Dreamhack dabei. Wenn, dann spontan. Weil ich wurde auf jeden Fall gefragt. So über das LEZ würde ich da wahrscheinlich rankommen. Aber wie gesagt, so Zeit ganz schwierig gerade bei mir. An sich habe ich aber Lust. Dreamhack erleben, doch, auf jeden Fall. Jetzt letztens auch. Die Polaris war ja jetzt letztens. Das war ja total spontan irgendwie zusammengeworfen mit Niceface, der da dann Smash-Turnier organisiert hat. Und ich bin da komplett spontan. Also Niceface hat er gefragt, ob ich da Commentary machen will am letzten Tag. Und ich habe das dann gemacht, bin da auf die Polaris gegangen und habe mir das alles angeschaut. Und das hat echt Spaß gemacht, also kann ich euch nur empfehlen. Geht mal auf so eine Convention, das war so Gaming x Anime und alles Mögliche. Da war eigentlich alles dabei, auch so Brettspiele und Zeichnungen und Ernährung. Also wirklich ziemlich viel für jeden, was dabei gewesen ist. Hat echt Spaß gemacht. Oh, okay. Jetzt gerade also wieder eher Niceface, aber niemals den pinken Edelknödel. Oh. Niemals unterschätzen. Oh. Oh. Oh, war das tödlich? Nein, nein. Immer noch da. 119. Nicht vergessen, die Smashes wurden alle gebufft. Vielleicht. Vielleicht. Oh, schlau. Und ich meine, einmal so ein Crouch und Upsmash könnte schon klappen. Wie gesagt, also gerade der Upsmash wurde, glaube ich, hart gebufft. Downsmash auch. Und yo! Und das war ein Pick, den ich nicht erwartet habe. Und ein Pick, der geklappt hat. Also, Kirby. Flora mit Kirby macht hier das 2-1 gegen Niceface. Und das ist schlau, auf jeden Fall. Also, ich habe da so nicht wirklich eine Chance gesehen mit DDD. Und dann kommt einfach der Kirby und holt hier ein Game von Niceface. Ja, Niceface hat gegen SDN gewonnen, verloren im Winner Semifinals, glaube ich. Ich bin mal gespannt, ob wir da noch ein Rematch sehen später. Aber das kommt auch natürlich darauf an, wie es hier läuft und wie es im Winners Final läuft. Das wir gleich sehen. Das wird sein SDN gegen Beißel. So viel kann ich euch sagen.
die hier einmal weg. So, und wir bleiben auf Pokémon Stadium 2. Okay, aber wir sehen natürlich, dass hier der Main von Nice Face diesmal kommt, und zwar Link. Ja, keine Ahnung, also das ist halt so das Problem, wenn es 2-0 steht und man das 2-1 macht. Man hat keine Option mehr, wirklich das Matchup zu planen. Weil im Endeffekt der verloren hat, also jetzt in dem Fall Nice Face, kann halt nach dem anderen Spieler den Charakter angeben und dadurch, ja, bestimmen, welches Matchup er spielen will. Kirby gegen Link, Oldschool, Smash 64 Matchup. Ah, was? Ah ja, ja, ich bin mal gespannt. Also, sicherlich nichts, was unmöglich ist, aber oh. Aber gegen den Main von Nice Face zu gewinnen, ist natürlich nochmal was anderes. Und schöner Upsmash. Ja, wow, wirklich stark. Echt einfach bei 100 easy gekillt. Der haut rein. Schlau. Und direkter F-Smash Punish einfach. Ja, vielleicht Tilt-Stick Kirby. Dann hier Smash-Stick Kirby. Oh, abtiltete F-Smash, okay. Ja doch, da sind schon ein paar Stunden Kirby, sind das schon auf jeden Fall gewesen. Ich sehe da. Ich meine, da ist auf jeden Fall jetzt immer noch eine Gap, aber doch, es ist möglich. Das ist auf jeden Fall ein Charakter, der auch so sicke Comebacks machen kann wie DDD. Hier wird auch viel mit dem Crouch gemacht, was ich appreciaten kann. Was ich schade finde, bisher noch nicht den Staubsauger gesehen von Kirby. Das wäre natürlich schön. Ich bin auch immer noch der Meinung, dass man im Kirby, was war das, Kirby-Olima-Matchup, sehr viel mit der... Oh, war es das schon? Ja, sehr leichter Charakter. Und das 3-1 für Nice Face. Aber das Game wurde noch geholt. Ein Game wurde von Kirby geholt. Und zwar nicht SDNs Kirby, sondern Floras. Ja, sehr gut.